Hey Leute und damit herzlich willkommen zu irgendein Projekt. Also das ist ein Server. Hier steht zwar noch Quick Survival Gamescom HD.net, wo ich eigentlich davor gerade war, mein Monitor einzuschlagen, aber egal. Also ich zeige euch erstmal die Welt und am Ende sage ich, was es eigentlich alles hier sein soll. Also das ist hier ein Hotel. Steht das da vorne auch noch? Ja, da steht Hotel für jeden, der Geld hat. Und hier kann man raus. Es gibt hier mehrere Eingänge, wenn man möchte. So, wenn man jetzt hier möchte, kann man hier so die Zimmer rein. Das wird auch alles geregelt. Das ist gerade noch in der Bauphase, die wir erstmal pausiert haben. Und ich bin natürlich nicht alleine. Kannst mal Hallo sagen. Wieso soll ich Hallo sagen? Hallo? Ja, weil du sollst einfach Hallo sagen. Das ist einfach höflich. Ja, damit ich jetzt wieder abhauen kann, ne? Das ist immer klar, ne? Ja. So, jetzt muss ich überlegen. Okay, also und hier wird gerade das Rathaus war das, ne? Das ist doch das Rathaus hier, was wir bauen. Ja. Ja, und das ist das Rathaus, was wir bauen wollten. Ja, das ist auch noch in der Bauphase. Hier ist so ein Weg, der ist auch noch nicht fertig. Hier ist ein Way, is a Way. The Way of Life. Hier ist der Way, hier ist der Way, hier ist der Way, hier ist der Way. Hier ist der Way, hier ist der Way, hier ist der Way. Geht hier mal weiter lang. Hier ist die Karte. Also hier, zack, zack, zack. Meine Karte. Und natürlich ist das ein Bucket-Server. Das bedeutet, ich könnte mich jetzt hier zum Beispiel hier hinsetzen. You are sitting. Oder you are now sitting. Du bist jetzt am Sitzen. Ich kann zum Beispiel auf dem Dach jetzt sitzen, was ich gerade getan habe. Dann habe ich halt auch viel mehr Sachen. Ich glaube, das geht. Geht das noch? Ja, das geht auch noch. Das ist halt ein Bucket-Server. Mit recht verschiedenen Plugins. Ich kann dir mal kurz zeigen. So, also das ist immer das Shares, World Edit, Economy, No Boom, World, Clearlake, Multiverse, Core, Permissions X, Stop TNT, World Guard, Constant Time, das funktioniert irgendwie aus irgendeinem Grund nicht, Essential oder wie das heißt, dann das auch nochmal, Projection, Spawn, Multiverse Portals und das mit dem Chat. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel was reinschreibe, dafür ist Permission extra. Und schreib du mal was in den Chat. Also einfach mal Test oder so ein Kram. Ja, man sieht, dass er blau ist. Ich habe YouTuber-Rang sozusagen. Es gibt ja auch verschiedene Ränge. Was eigentlich sehr unlogisch ist, weil du eigentlich der Owner des Servers bist. Naja, also ich bin einmal YouTuber. Und, also blau ist Admin, er ist Admin, ich bin aber Owner und gleichzeitig YouTuber. Ja, deswegen, das ist einfach irgendwie besser. Ja, und was das Server eigentlich werden soll, also hier ist ein Rathaus, hier kann man später, was wollen wir da eigentlich reißen, also daraus sollen wir ein paar, später kann man da vielleicht seinen Job auswählen, hier kann man später Oder übernachten. Kaffee noch. Ja, kommt Kaffee und alles Mögliche. Und da kommt hier ein Hafen und dieser Server, der spielt 1000 nach Christus. Bedeutet, es ist noch recht alt. Aber. Ja. Und hier ist natürlich auch. Hier sieht es natürlich auch noch ein bisschen kahl aus. Hier sieht es ein bisschen Karl-Heinz aus. Hat natürlich auch seine Gründe, weil wir gerade am Bauen sind. Hier soll noch ein Hafen rankommen. Also hier in diesen Sumpf. Was nicht so schön aussieht, aber. Naja. Und hier oben soll vielleicht noch ein Schloss hinkommen. Das wird aber auch noch gerade überlegt. Aber da fehlt auf jeden Fall noch einiges. Der Spawn gibt es auch noch nicht so richtig. Der Spawn wird ja sozusagen gerade gebaut. Nicht. Ja, und der Server ist zu Beta für euch alle sozusagen erreichbar. Also, am Anfang werde ich hier mit Whitelist führen. Heißt, ihr müsst Kommentare schreiben, wenn ihr dabei sein möchtet. Aber der Server wird sowieso erst in 2 Monaten gibt es eine Open-Phase. Im 24-Stunden-Livestream, der ja in 2 Monaten ist, da dürft ihr ihn 2 Stunden sozusagen, naja, 2 Stunden, also nicht 2 Stunden, in 2 Monaten dürft ihr ihn ungefähr einen ganzen Tag, also 24 Stunden im Livestream, dürft ihr den sozusagen besuchen. Zwar nur im Game Mode 3, also im Spectator Mode, ihr könnt überall rumfliegen, die Welt erkunden und sowas. Ist auch alles von Nitrado, machen wir denn. Und dies, das und später, und da wird auch, da gibt es also in dieser Open-Phase gibt es auch noch keinen, wie soll ich sagen, gibt es noch keine Whitelist, die kommt erst später dann.
Weil diese Open-Phase dürfen alle auf dem Server, weil die dürfen sowieso nichts bauen und ihr seid dann am Anfang schon halt und was ich noch besprechen möchte mit den Rängen, das ist sozusagen ein RPG-Server mit Jobs und sowas. Da gibt, man kann auch später seine Häuser, eigenen Häuser bauen und sowas gerne. Aber als erstes ist das hier sozusagen ein Lebenssimulator und ja, das habe ich gut gemacht, ne? Ja, finde ich auch. und dieser Server wird erst in 2 Monaten kurz geöffnet, dann wird er wieder geschlossen und wird dann nochmal weitergebaut. Ja, und das mit den Rängen nochmal besprechen, das wollte ich auch nochmal kurz machen. Sowas wie YouTuber-Rang oder Admin werden oder sowas. Admin kann hier sowieso niemand werden, so richtig. Das kann man, wenn schon, denn schon nur Bekannte von mir oder halt, die ich ein bisschen mehr vertraue. Mod. Oder der hier baut. Oder der hier baut. Zum Beispiel ich. Ja, du. Zum Beispiel ich habe auch dieses Haus entworfen, also das Hotel habe ich hier entworfen. Das ist noch nicht ganz fertig. Das Rathaus bin ich gerade dabei. Er meint ja, das Rathaus ist ja wichtiger als das Hotel. Deswegen haben wir das Hotel erstmal pausiert. Ja, weil das Rathaus, soll man entweder hier vorne oder hier draußen spawnen. Oder wir bauen noch einen externen Spawn oder sowas. Also halt für Neulinge vielleicht, die erstmal auf dem Server sind, spawnen vielleicht hier. Und die schon öfters da sind, werden dann vielleicht hier hingepackt oder sowas. Halt einen externen Spawn nochmal. Aber das mit dem Rang, das ist noch nicht festgelegt. Also, ob man YouTuber-Rang haben möchte, es kommt zwar nicht unbedingt auf die Abonnentenzahl an. Man müsste sich sozusagen bewerben. Ich gucke sozusagen den YouTube-Kanal an. Und, oder wir beide, je nachdem. Ja, ja. Falls du Lust auch hast auf mich. halt, wie man möchte. Natürlich, wenn jetzt jemand ankommt mit 2-3 Abonnenten, der wird ziemlich eine geringe Chance. Kommt ganz drauf an, sagen wir. Wenn er wirklich sehr, sehr gut ist, ja, in also Videos. Wenn wir also selber denken, dass er wirklich Potenzial hat, dann denke ich mal, würden wir in YouTuber gehen, aber wenn wir jetzt so sehen würden, so. So ein ganz junger, noch jünger als Green jetzt so gesagt und sagt, ja, ich bin jetzt, ich will mich bewerben für einen YouTuber-Rang. Und holt denn die übelste Macker-Sprüche raus und, oh, der Boom, Headshot. Mit seiner Piepstimme, ich glaube, das ist doch bescheuert. Das Alter ist zwar nicht so das Wichtigste, aber ja. Wenn wir merken, zumindest du machst das schon etwas länger oder 1-2 Monate ist ja auch nicht so viel, aber wenn du da zumindest dich an deinem YouTube-Kanal regelmäßig Videos machst oder halt. Nein, braucht man auch nicht so ganz. Braucht man auch nicht so ganz, aber wenn man zumindest, wenn wir merken, du hast Motivation dabei, dann kommst du sehr wahrscheinlich daran. Mhm. Also, ja, das war erstmal mit den Rängen geklärt. Es gibt auch später noch Unterränge. Für Untermenschen, nein. Für dich? Ja, für mich. nein, aber das gibt's später auch noch was, wenn man möchte. Gibt's noch andere Ränge, die werden aber noch gemacht. Und in der Zeit, wo wir bauen, ich programmiere ja alle Plugins, also ich programmiere sie nicht selbst. Und aber ich baue. Und er baut. ihr könnt auch gerne, selber hier bauen, also das müssen wir natürlich auch noch alles abklären natürlich, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr auch dabei bauen, also uns helfen, unterstützen. Ja, uns helfen beim Bauen, so gesagt. Die Plugins mache ich. Dazu muss man sagen, man sollte wirklich schon so mittelalterlich gut bauen. Zum Beispiel nicht zu sagen, hier, das ist jetzt ein Berg, dieser Block ist jetzt hier ein Berg, ich bin auf dem Berg, das hier ist ein Berg. Ja. Man muss wirklich hier schon Sachen entwerfen können, kreativ sein, seine Häuser selber mal verbessern. Ja, also halt und mit den Plugins, die mache ich alle selber, also ich programmiere zwar nicht die Plugins selber, aber ich stelle die alle selber ein und sowas. Und das hasse ich so gerne. Ja, deswegen habe ich ja gerade gesagt, wenn er gerade baut, kann ich mich nicht um die Plugins kümmern, weil dieser Server erstmal nur mit einer Konsole läuft und wenn ich da irgendwas mit den Plugins ändere, kann es schon sein, dass der Server abschmiert.
Und deswegen ist das nicht so, ne? Ist noch nicht so, ist ja toll. Ja, nicht so toll, vor allem, weil der Server dann die ganze Zeit abstürzt und er ist gerade am Bauen. Es kommt immer so unerwartet. Aber, naja. Ich würde erstmal sagen, das war's. Ihr könnt alle Sachen, und ihr könnt uns auch Tipps natürlich schreiben in die Kommentare. Und Wünsche und sowas, alles was ihr wollt. Könnt oder vielleicht auch mal Plugins, die wirklich auch sehr gut sind. Ja, Plugins. Ich meine sowas wie hier hinsetzen. Halt so Fun-Plugins geht natürlich auch. Halt aber nicht Plugins. Also ich kann natürlich nicht so 1000 Plugins drin packen, weil sonst kackt der ganze Server irgendwann ab, aber naja. Ihr könnt dann in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Wie ihr es wollt. Das wird dann auch erfüllt, der Wunsch. Und kommt ganz drauf an, was das für ein Wunsch natürlich, ist. Natürlich, was für ein Wunsch. Und ja, ihr könnt auch euch jetzt für einen YouTuber-Rang schon bewerben. Könnt ihr alles unter diesem Video machen. Ich würde an dieser Stelle erstmal sagen, ciao, ihr könnt ja mal beim Ketmo und so Kanal vorbeischauen. Hast du noch ein Wort zu sagen? Nö. Von meiner Seite auch mal tschüss, ne? Aber von mir gibt's auch nicht sehr viel zu sagen. Und ich muss sagen, das sieht scheiße aus, was ich hier gerade mache. Naja, okay. Erstmal nur noch ciao.